Auf die kleinen Entscheidungen kommt es an und nicht auf die großen Entscheidungen. Guten Morgen! Wir alle kennen das. Es gibt die großen Entscheidungen in unserem Leben, wo wir ja entweder mal richtig oder mal falsch gelegen haben und dann jahrelang noch darüber nachdenken und sagen, hätte ich mich damals nur anders entschieden. Aber die kleinen Entscheidungen haben einen viel größeren Einfluss auf unser Leben. Dieser Einfluss ist nicht so auf den ersten Blick sichtbar, aber der Einfluss ist definitiv riesig. Also es geht heute um Entscheidungen und ich möchte euch helfen, bessere Entscheidungen zu treffen und damit eben auch eure Lebensqualität zu boosten. Entscheidung ist zu treffen. So, da gibt es Entscheidungen von sehr großer Wichtigkeit und die einmalig getroffen werden, über die ich gerade auch kurz geredet habe, und es gibt die immer wiederkehrenden kleinen Entscheidungen. Das sind ja Entscheidungen unseres Alltags. Die wiederkehrenden Entscheidungen. Wiederkehrend. Das ist zum Beispiel die Entscheidung, wenn wir früh zur Arbeit gehen, ob wir vorher beim Bäcker vorbeigehen und uns einen Kaffee holen. Oder ob wir uns den Kaffee zu Hause machen, in den Pott füllen und mitnehmen. Das ist eine ganz kleine Entscheidung. Der Kaffee beim Bäcker kostet zum Beispiel 1,50 Euro. Wenn wir den zu Hause zubereiten, kostet er vielleicht 30 Cent. So, das sind 1,20 Euro mal 5, das sind 6 Euro die Woche, wenn man 5 Mal zur Arbeit geht. 6 Euro die Woche mal 4, so, sind dann sozusagen 6 Euro mal 4, genau, 24 Euro im Monat. Das ist eine ganz kleine Entscheidung, nehme ich den Kaffee mit oder gehe ich zum Bäcker. 24 Euro im Monat, die wir dadurch im Endeffekt sparen. Und wenn wir das aufs Jahr hochrechnen, 24 mal 12, sind wir irgendwas bei knapp 300 Euro pro Jahr. Diese kleine Entscheidung, nehme ich jetzt den Kaffee mit oder hole ich mir schnell beim Bäcker einen Kaffee? 300 Euro im Jahr. Das soll ich mir vorstellen. Und da gibt es ganz viele kleine Entscheidungen. Nämlich auch zum Beispiel gesundheitlich gesehen. Esse ich jetzt, ich bin unterwegs, esse ich jetzt, hab Hunger, gehe ich mal schnell zum Bäcker, hol mir ein Brötchen oder esse ich einen Döner, vegan natürlich, oder esse ich ein paar Pommes oder gehe ich nach Hause, halte den Hunger noch etwas länger aus und mache mir zu Hause einfach was Gesundes und trotzdem Leckeres. Das sind auch Entscheidungen, die lassen sich nicht ganz so leicht ja, quantifizieren wie die Entscheidung jetzt mit dem Kaffee, mit dem Bäcker, aber wenn diese Entscheidung immer wieder auf dieselbe Art und Weise getroffen werden und nicht immer wirklich konsequent die beste Entscheidung getroffen wird, summiert sich das. Und das nämlich in Form von, ich sag mal, Ungesundheit in eurem Körper. Das heißt, bei wiederkehrenden Entscheidungen summiert sich das alles da. Diese ganzen Entscheidungen kommen zu einer Summe. Und die Summe ist viel eindrucksvoller. Wenn man zum Beispiel jetzt mit dem Kaffee beim Bäcker, eine ganz kleine Sache, so diese kleine Sache, wenn wir das über 10 Jahre so machen, so handhaben, dass wir früh zum Bäcker gehen, da haben sich 3000 Euro angesammelt, mit denen wir uns schon einen kleinen Urlaub leisten können. Also einen kleinen großen Urlaub, ich wollte den Kleinwagen sagen. Also einen Kleinwagen oder eben den großen Urlaub leisten können. So, und das nur, weil wir unseren Kaffee selber mit zur Arbeit genommen haben und eben nicht beim Bäcker gekauft haben. Und bei der Gesundheit kann es eben ja, weiß ich nicht, der Krebs sein oder die Fettleibigkeit oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was auch immer. Und das kann man dann gar nicht so ja, genau zuordnen, was das genau gewesen ist. Aber es summiert sich auf alle Fälle. Wenn ihr kleine Entscheidungen trefft, die summieren sich und diese Summe ist immer schon etwas sehr, sehr Großes. Und das muss euch bewusst sein. Des Weiteren, wenn ihr bei den wiederkehrenden Entscheidungen tatsächlich eine konsequente Linie fahrt und sagt, okay, ich mache das immer, ich möchte einfach die beste Entscheidung treffen, überwinde meine Konditionierung, meine Bequemlichkeit und konditioniere mich neu, weil irgendwann wird es ganz normal sein, dass ihr euren Kaffee früh mit zur Arbeit nehmt und nicht zum Bäcker geht. Das bedarf nur am Anfang so ein wenig, ja, ein Ausbruch aus der Komfortzone, dann werdet ihr tatsächlich auch Änderungen quasi absolviert haben. Das heißt, ihr müsst nicht mehr kämpfen nach 2 Monaten, dass ihr nicht zum Bäcker geht, sondern ihr habt euch einfach geändert. Für euch ist das ganz normal. Denn der eine mag jetzt von euch oder andere mag von euch jetzt sagen, ja, ach, das,
Da kommt es doch gar nicht so drauf an. Ich bin locker und ich gehe einfach dann meinen Kaffee holen. Ich stress mich deswegen nicht. Weil natürlich bedeutet es am Anfang in der Umstellung etwas Stress, aber dieser Stress, der verfliegt, wenn ihr euch eben daran gewöhnt habt. Und dann ist das kein Argument mehr. Na? Und deswegen diese Änderung sinnvoll. Ihr habt euch dann tatsächlich auch geändert und es ist nicht mehr mit Stress verbunden. Ihr habt euch geändert. Für euch ist das dann kein Stress mehr, wenn ihr diese kleine Entscheidung, ist sogar sehr einfach. Ihr habt eine ganz klare Linie, ihr müsst euch am Anfang dran halten und dann ist es total einfach und ihr habt eine Änderung eurer Persönlichkeit vollzogen und seid dann in der Komfortzone eben nicht mehr zum Bäcker zu gehen. Wunderbar und einfach. Und damit natürlich ganz eng assoziiert sind die Ziele, die ihr in eurem Leben habt. Weil wenn ihr euch ändern wollt, dann wollt ihr euch ja in einer gewissen Art und Weise verändern und gesünder werden, mehr Geld zur Verfügung haben, weniger arbeiten, euch ja, mehr ausdrücken in eurer Kunst oder was ihr auch immer tut, ne, eurem Herzen mehr folgen, was auch immer. Das sind alles Ziele. Die könnt ihr dadurch viel einfacher erreichen, wenn ihr eben diesen Batzen, der euch davon abhält, die kleinen Sachen, die werden gar nicht als Batzen wahrgenommen. Aber die Summe ist dann der Batzen. Wenn ihr gesund sein wollt und ihr habt Krebs, ist das ein Batzen. Wenn ihr in Urlaub fahren wollt, aber habt ihr eben das Geld nicht, ist das ein Batzen. Das sind alles Batzen. Und diese Batzen, die könnt ihr mit kleinen Entscheidungen wiederkehren, die könnt ihr quasi auflösen. Da gibt es keine Batzen mehr oder keine Steine, die euch im Weg stehen. So. Und das alles führt dann natürlich, wenn ihr diese wiederkehrenden Entscheidungen, eure Ziele erreicht, euch tatsächlich ändert und diese Batzen dann quasi na, entweder ins Positive ummünzt oder einfach sie nicht mehr da sind, führt das natürlich zu einer Zufriedenheit. Na? Und diese Zufriedenheit, das ist ja das, was wir eigentlich irgendwo alle anstreben. Na, es gibt von uns welche, die leiden gerne, ja, auch wenn sie es nicht zugeben, aber die meisten von uns streben nach Zufriedenheit. Und diese Seite ist quasi das Tun. Das Tun, wenn es darauf, wenn wir uns für die, um das Thema, wenn sich da Entscheidung um das Thema Entscheidung dreht, das ist das Tun, was wir quasi in unserem Tun ändern können. Ne? Also deswegen, das hier ist das Tun. So, und das reicht eigentlich schon. Ihr könnt eigentlich schon abschalten und dann habt ihr hier was eine tolle Inspiration. Aber es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Es gibt nämlich auch noch das Sein. Das Sein bei Entscheidung. Und das ist das, wenn ihr aus diesem Kreislauf rausgeht, diese wiederkehrenden Entscheidungen eben nicht mehr in einer Art und Weise trefft, die aus Bequemlichkeit gründen oder aus Konditionierung, sondern euch wirklich optimal, wie ihr das möchtet, also wie ihr das entschieden habt, wenn ihr gerade nicht in der Situation seid und einfach so im Flow seid, dann ist folgendes, dann erkennt ihr und realisiert ihr, wow, ich habe einen freien Willen. Oder zumindest die Illusion des freien Willens. Also ihr denkt, dass ihr einen freien Willen habt. Das ist eine philosophische Frage, da geht es heute nicht hin. Aber ihr denkt auf jeden Fall, dass ihr einen freien Willen habt oder ihr habt einen freien Willen. Und das ist von ganz großer Bedeutung für euer Lebensgefühl, für euer Sein. Der freie Wille. Ihr erkennt, wow, ich habe einen freien Willen. Ich bin Herr meines Lebens. Das stärkt unglaublich euer Selbstbewusstsein. Euer Selbstbewusstsein boostet, Selbstbewusstsein boostet nach oben. Ihr seid Herr oder Frau, wie ihr es auch ausdrücken wollt, eures Lebens. Und das spürt ihr, wenn ihr diese kleinen Entscheidungen immer wieder in eine Richtung fällt. Ihr seid Herr eures Lebens. Das Selbstbewusstsein geht oben. Und ich sagte das bereits, das Lebensgefühl, also das soll die Erde sein und Gefühl passt nicht mehr hin. So, das Lebensgefühl geht auch nach oben. Und wenn das beides im Bereich des Sein, das war ja das Tun, wenn das beides im Bereich des Sein, wenn Lebensgefühl boostet, euer Selbstbewusstsein boostet, aufgrund der Tatsache, dass ihr Herr eures Lebens seid, ihr sagt, okay, ich habe einen freien Willen, ich kann selber entscheiden, dann passiert folgendes, dann steigert das nämlich auch eure Zufriedenheit. Und das heißt, nicht nur im Tun, sondern auch im Sein, im Gefühl, im Erleben.
Nicht nur in der Rekapitulation, in der Analyse. Wow, ich habe jetzt mehr Geld, wow, ich bin gesund. Sondern wow, ich fühle mich gut. Auch auf dieser Ebene könnt ihr durch kleine Entscheidungen, die ihr immer wieder konsequent so trefft, dass sie euren Zielen dienen, viel, viel besser gerecht werden. Und das ist einfach eine Sache, die muss man einfach mal ein, zwei Monate lang durchziehen und dann ist man dort. Und das ist, ich nenne es einfach mal, ja, eine unglaubliche Chance des Alltags. Das finde ich gut. Eine Chance des Alltags. Die Chance des Alltags. Und ihr habt jeden Tag habt ihr die Chance, das umzusetzen. Und das ist doch geil. Ihr könnt jetzt sofort damit anfangen. Zum Beispiel, ihr wollt eure Wohnung ordentlicher gestalten. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Ordnung in der Wohnung. Ich finde das eins der essentiellsten Dinge. Da kommt auch noch ein Video dazu. Und das sind kleine Sachen, die rumliegen. Dann hebt die auf. Dann hebt die immer auf, wenn ihr seht. Alles muss an einem Platz. Wenn ihr dieses Ziel habt, dann, ihr seht was, ist nicht am Platz, sofort an dem Platz. Und nicht, na ja, das mache ich nachher oder beim nächsten Mal. Die kleine Entscheidung, ihr könnt sofort damit anfangen. Euer Leben boostet euch. Ich kann es euch versprechen. Das ist so eine Essenz aus knapp 40 Jahren meines Lebens jetzt. Die kleine Entscheidung, auf die kommt es an, nicht auf die großen. Gut, ich wünsche euch, ja, viel Spaß bei den Chancen des Alltags. Wir sehen uns morgen wieder, Christian. Tschüss. Guten Morgen!